Sind Sie hier? Anne? Oh, Commander. Ja, tut mir leid. Es ist nur... Das ist schwer. Natürlich. Sind Sie in Ordnung? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Mein Vater und ich konnten einiges nicht mehr klären. Ein Streit? Ja. Über etwas völlig Banales. Eine Meinungsverschiedenheit, wie man einige der Exemplare aufbewahrt. Ich habe mich wegen was anderem geärgert. Ich weiß nicht mehr was. Und es dann an ihm ausgelassen. Es war so dumm. Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann. Ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Hey, Lola. Brauchen Sie Hilfe? Was führt Sie hier runter, James? Ich habe gesehen, was bei der Ausgrabungsstelle mit Anne passiert ist. Das ist nicht richtig. Okay, machen Sie sich's bequem. Commander, sehen Sie dieses Ding? Das ist toll! Hey, Edie. Ein Huskbiss verwandelt einen doch nicht in einen Husk oder sowas, richtig? Ich schlage vor, Sie tragen Mietigel auf. Wenn das Ding keinem gehört, könnten wir es doch mitnehmen. Sie wissen schon, zu Forschungszwecken. Also gut, aber erzählen Sie niemandem davon. Cool. Meinen Sie, Esteban würde mir erlauben, im Frachtraum Bowlingkegel aufzustellen? Ich bin immer noch erstaunt, wie es Ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen.
Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Ich könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepathen. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Was Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Wir haben keine Energieemission von dem Artefakt festgestellt. Aber die Reaper konnten Leviathan mit dem Artefakt irgendwie verfolgen. Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan damit nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroiden. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Sie sagten, Leviathans Kontrolle ähnele einem Quantenverknüpfungskommunikator. Aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt, aber es ist ja kein natürlicher QVK. Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den quasi QVK-Effekt zu erzielen. Und der lässt sich zurückverfolgen. Richtig, genau wie bei der Ausgrabungsstätte. Die Reaper haben das Signal zurückverfolgt, indem sie das Artefakt aktiviert haben. Mein Vater wollte zu der Ausgrabungsstätte, aber für lange Projekte wurde er langsam zu alt. Dass er deswegen im Labor festsaß, hat er gehasst. Er hätte fast meine Abschlussfeier verpasst, weil er unterwegs war. Er kam dann doch noch in seinen Forscherklamotten. Gott, er hätte es gehasst, hier zu sterben. Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können. Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Sie meinen, er soll Sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edie? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Sind Sie sicher? Ja. Ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edie? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie, ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte.
Edi, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben es gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Mann. Anne, alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut, besser als nichts. Commander, ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Helfen wir erstmal ihnen. Ich habe etwas gefunden. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Reaper umgangen. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper umgangen. ULG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Thank you.
kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Ich habe etwas gefunden. Diese Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan. Cortez, was sagt die Sonde, die wir losgeschickt haben? Ich bin dran, Commander. Wir haben die Bestätigung, dass Leviathans Signal von diesem Planeten kommt. Hab gehört, wie Anne uns geholfen hat, ihn zu finden. Gruselig. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Will gar nicht wissen, was uns da unten erwartet. Ein Reaper-Killer. Nur das zählt, selbst wenn er nicht gefunden werden will. Er hat keine Wahl mehr. Wir sind hier. Schon, aber was jetzt? Nehmen wir an, er ist ein Reaper. Ist das die Art von Hilfe, die wir wollen? Niemand will Freundschaft mit ihm schließen. Aber wenn das Ding die anderen Reaper beunruhigt, brauchen wir seine Hilfe. Commander, neue Daten von der Sonde. Sie hat Leviathans Position eingegrenzt. Und es wird ihm nicht gefallen. Nur raus damit. Das nichts außer Ozean. Es gibt eine Konzentration von Objekten an der Oberfläche. Aber die Sonde ortet das Signal darunter. Weit darunter. Unter Wasser? Sieht so aus. Das Shuttle müsste aber trotzdem hinkommen. Das geht? Das Kodiak hält laut Hersteller 1000 Atmosphären aus. Ich hab's aber nie selber getestet. Wir werden es wohl rausfinden. Status! Ein Impuls hat uns getroffen! Die Systeme fahren runter! Gut festhalten! Alle in Ordnung? Was ist mit dem Shuttle, Cortez? Ich versuche gerade, die Energieversorgung wiederherzustellen. Verstanden. Wir sehen uns um. Gute Schiffe, provisorisch. Könnte Leviathans letzte Verteidigungslinie sein. Keines dieser Schiffe. Die sind uralt.
eine Idee, wie das erklärt, warum keiner von ihnen... Das Shuttle schützen! Yeah.
Okay, das war's. Gute Arbeit, Commander, aber es gibt da eine Entwicklung. Wir müssen reden. Sieht aus wie ein beschädigter Atlas, aber anders und nicht unter Cerberus-Flagge. Hübsche Maschine. Schade, dass sie ein Wrack ist. Shuttle im Eimer, Commander. Der Impuls hat es direkt vom Himmel geholt. Wir fliegen nirgendwo hin. Die Normen, die könnten uns rausholen. Mit ihr würde dasselbe passieren. Und die Landung wäre nicht so sanft. Leviathan hat hier ein gutes Verteidigungssystem. Dann kommen wir hier nicht weg, bis wir es finden. Wie geht das? Naja, Sie können vielleicht einen Mech nehmen. Er scheint tauchfähig zu sein. Ein Tauchmech? Das ist das Militärmodell Triton, umgebaut zur Tiefseeerkundung. Falls er noch nicht verrostet ist, können wir ihn benutzen. Wenn das erforderlich ist, sollten wir damit anfangen. Moment mal, soll das ernsthaft heißen, dass wir... Zuerst brauchen wir Energie, damit wir diese Frachtraumtür öffnen können. Wie? Sieht wirklich so aus. Diese alten Schiffe der Ballard-Klasse haben außen Energieanschlüsse für Reparaturen im Notfall. Wir können Zellen aus dem Shuttle nehmen und einsetzen. Ich krieg sie schon zum Laufen. Ich habe eine Zelle für Sie, Commander! Finden Sie was, wo man sie reinstecken kann! Energiezelle für Sie, Commander! Der Mech gehört Ihnen! Waffen müssen noch einsatzbereit sein!
Okay, Commander. Wir holen sie da raus und ich mache einen Systemcheck. Wow. Hey, Commander. Meinen Sie diesen Plan wirklich ernst? Wir können nicht mehr zurück. Der Weg nach Hause führt über Leviathan. Okay, Verschlüsse in Ordnung. Sauerstoffdruck normal, Systeme bereit. Besser kriege ich nicht hin. Los geht's. Vorsicht da unten, Commander. Schließe Luke. Aktiviere Systeme. Bereit. Teste Comlink. Ich höre Sie. Es geht los. Beginne Tauchgang in 3, 2, 1. Bis jetzt schon. Gut, ich habe Funkstörungen auf meiner Seite. Durchhalten. Verstanden. Commander, hören Sie mich. Wir verlieren Ihr Signal. Etwas blockt die Kommunikation. Bitte antworten. Cortez? Cortez? Weiß nicht, ob Sie mich da oben hören. Der Hauptteil des Abstiegs scheint vorbei zu sein. Ich kann von hier aus kaum was sehen. Der Anzug hält. Die Notfallsysteme sind online gegangen. Lebenserhaltung funktionsfähig. Fahre alle unkritischen Systeme herunter, um Energie zu sparen. Bin nicht sicher, wie viel Saft das Nottriebwerk benötigt, um mich zurück zur Oberfläche zu bringen. Darüber kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Erhalte seltsame Daten von der Sonde. Da unten ist ganz definitiv irgendwas. Die Sonde ist direkt unter mir. Letzter Teil des Abstiegs. Noch sehe ich gar nichts. Ich habe die Sonde gefunden. Scheint intakt zu sein. Ich werde weitergehen. Ist das?
Ich musste sie finden. Das ist nicht ihr Gebiet. Sie haben die Dunkelheit durchbrochen. Sie haben einen Reaper getötet. Warum? Sie sind der Feind. Und sie wollen uns auslöschen. Aber ich dachte, sie wären ein Reaper. Sie sind nur Echos. Uns gibt es viel länger. Was sind sie dann? Viel mehr. Was geschieht hier? Ihre Erinnerungen geben ihren Worten Stimme. Ihre Natur wird uns offenbar. Akzeptieren Sie das? Die Galaxie führt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen besiegt. Warum schlagen Sie nicht zurück? Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Dann helfen Sie uns. Niemand war in vergangenen Zyklen stark genug. Ihre eigenen Spezies könnten mit einem Gedanken vernichtet werden. Aber sie sind anders. Ich habe ihr Handeln in diesem Zyklus beobachtet. Zerstörung des Sovereign, Untergang der Kollektoren. Die Reaper betrachten sie als Drohung. Und ich muss verstehen, warum. Vor den Zyklen war unsere Art das höchste Leben in der Galaxie. Die niedrigeren Spezies erfüllten unsere Bedürfnisse. Wir wurden mächtiger und für sie wurde gesorgt. Aber wir konnten sie nicht vor sich selbst schützen. Mit der Zeit bauten die Spezies Maschinen, die sie dann vernichteten. Aber tote Arten leisten keinen Tribut. Um das Problem zu lösen, schufen wir eine Intelligenz, die das Leben um jeden Preis schützen sollte. Sie entwickelte sich und studierte das Werden von Zivilisation. Ihr Verständnis wuchs und sie fand eine Lösung. In diesem Moment hinterging sie uns. Sie wählte unsere Art für die erste Ernte. Aus unserer Essenz entstand der erste Reaper. Sie nennen ihn Vorbote. Sie haben die Maschine gebaut, trotz der Erfahrung der anderen Spezies. Warum? Wie können sich eine Galaxie nicht vorstellen, die ihrem Willen unterliegt. Jede Kreatur, jede Nation, jeder Planet, den wir entdeckten, wurde unser Werkzeug. Wir standen über den Sorgen niedriger Spezies. Die Intelligenz sollte lediglich ein weiteres solches Werkzeug sein. Und jetzt zahlen wir alle den Preis für ihren Fehler. Es gab keinen Fehler. Sie erfüllt immer noch ihren Zweck. Wie konnten Sie so lange verborgen bleiben? Unsere Auslöschung blieb unvollständig. Einige entkamen in die dunklen Ecken der Galaxie. Ich bin ihr Nachkomme. Mit den Zyklen wurden die Dienerspezies kontrolliert. Und sie entfernten die Spuren unserer Existenz. Dadurch blieb unser Überleben den Reapern verborgen. Heute sehen wir uns über die Fragmente nach Entdeckungen um. Fragmente? Sie meinen diese Artefakte? Sie sind unser Fenster in die Galaxie, um die Ereignisse dieses Zyklus aus der Sicherheit dieser Welt zu beobachten. Durch sie sehen wir zu, studieren und bleiben im Schatten. Wie hat die Intelligenz sie besiegt? Um eine Lösung zu finden, brauchte sie Informationen. Physische Daten
von organischem Leben im Kosmos. Sie schuf eine Armee von Handlangern, die diese Daten in der Galaxie sammelten. Es gab keine Warnung, keinen Grund, als sie sich gegen uns wandten. Nur Gemetzel. Nur die Ernte. Erzählen Sie von den Reapern. Jede Ernte endet mit der Geburt eines Reaper. Ein perfektes Design. Geformt als Abbild des Vorguten. Unser Abbild. Jeder Reaper kann organische Wesen beeinflussen. In zahllosen Zyklen wurde diese Fähigkeit perfektioniert und führte zur Indoktrination. Aber was ist der Sinn all dieser Ernten? Die Intelligenz hat nur einen Zweck. Die Erhaltung des Lebens. Dieser Zweck wurde nicht erfüllt. Sie ließ die Reaper die Massenportale bauen, um die Zeit zwischen Zyklen möglichst effizient zu beschleunigen. Die Galaxie selbst wurde zum Experiment, die Evolution zum Werkzeug. Wird das jemals enden? Unbekannt. Bis die Intelligenz findet, wonach sie sucht, wird die Ernte weitergehen. Was wissen Sie über den Tigel? Wir haben seinen Bau schon einmal beobachtet. Er wurde nie fertiggestellt. Die es versucht haben, wurden dennoch Opfer der Ernte. Das Ergebnis ist unbekannt. Okay, ich hab's verstanden. Helfen Sie, den Zyklus anzuhalten? Ich habe Ihren Geist durchforstet. Sie sind eine Anomalie. Aber das reicht nicht aus. Moment! Der Zyklus wird weitergehen. Nein, Sie haben zugesehen. Sie wissen, dass dieser Zyklus anders ist. Wir werden überleben. Sie bleiben hier und erfüllen unsere Bedürfnisse. Die Reaper ernten den Rest. Wenn Sie mich gehen lassen, muss niemand geerntet werden. Nichts ändert sich. Die Reaper wissen, wo sie sind. Sie können nicht länger nur zusehen. Sie müssen kämpfen. Selbst wenn sie die heutige Schlacht überleben, werden die Reaper niemals aufgeben. Gemeinsam haben wir eine Chance, die Sache zu beenden. Zuversicht ist einzigartig. Ich habe es verdient, da draußen zu kämpfen, wo Sie sein sollten. Es ist klar, warum die Reaper Sie für eine Bedrohung halten. Ihre Siege sind mehr als ein Zufallsprodukt. Wir werden kämpfen, aber nicht für Sie oder sonst jemanden. Wir sind die erste und oberste Spezies. Wir werden überleben. Und die Reaper, die in diese Welt eindringen, werden unsere Macht begreifen. Sie werden unsere Sklaven sein. Heute zahlen sie ihren Tribut in Blut. Thank you.
Shepard ist zurück. Wie sieht's aus, Cortez? Wir können los. Ich weiß nicht, was der Commander gemacht hat, aber der Impuls ist aufgefallen. Aufwachen! Sie ist eiskalt! Sind Sie in Ordnung? Ja. Mir geht's gut. Wahnsinns, Kopfschmerzen. Zum Glück sind Sie wieder da. Ich habe Anne Bryson in der Leitung. Gut. Stellen Sie durch. Commander? Geht's Ihnen besser? Ja, danke. Alles okay. Was ist passiert? Wir haben Leviathan gefunden, Anne. War es die Sache wert? Ich weiß nicht. Aber er kann sich jetzt nicht mehr verstecken. Er ist Teil des Krieges, genau wie wir. Klingt wie eine aufregende Geschichte. Eine für die Geschichtsbücher. Ich freue mich schon auf die Details. Mein Vater würde es begrüßen, dass die Wahrheit jetzt bekannt ist. Inzwischen hat mich Admiral Hackett in sein Wissenschaftsteam eingeladen. Jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Viel Glück, Anne. Und danke für Ihre Hilfe. Shepard Ende. Ich bin mit Ihrem Bericht durch. Die Allianz wollte mehr Informationen über die Reaper. Die haben wir nun. Unsere Leute werden das jahrelang studieren. Sie nennen es bereits den Leviathan-Kodex. Die Geschichte der Galaxie muss neu geschrieben werden. Egal, was es sonst noch bedeutet. Die Reaper hatten einen Anfang und vielleicht bereiten wir ihnen jetzt ein Ende. Das ist natürlich eine Sichtweise. Vielleicht die einzige. Also gehen Sie, ziehen Sie es durch. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, Shepard. Gute Arbeit. Danke, Sir. Hackett, Ende. Thank you.